der Obersalzberg im Jahre 1937. Unter der obersten Aufsicht von Reichsleiter Martin Bormann wurde der einst so bekannte und beliebte Höhenluftkurort in einen nach außen hermetisch abgeschlossenen Sicherheitskomplex verwandelt. Über 30 Gebäude werden von Bormann aufgekauft und abgerissen. Hitlers Haus Wachenfeld wurde zweimal umgebaut, bis der repräsentative Berghof entstand. Diese Aufnahmen zeigen den Bau der SS-Kaserne am Obersalzberg, die aus Mannschafts- und Wirtschaftsgebäude sowie einer Dienstwagenhalle und einer Sporthalle bestand. Zunächst endete auch der Ausbruch des Krieges nur wenig an Bormanns Bauaktivitäten auf dem Berg. Erst als die deutschen Städte zunehmend von den Alliierten bombardiert wurden, änderte sich auch die Lage auf dem Obersalzberg. Ein Ring von Flakstellungen rund um den Berchtesgadener Talkessel sollte das Führergebiet vor feindlichen Angriffen schützen. 1943 begann man mit dem umfangreichen Bau von Luftschutzanlagen. Einer Maßnahme, die man auf dem Obersalzberg jahrelang hinausgezögert hatte, um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen. Hochqualifizierte Bergbauingenieure wurden damit beauftragt, die einzelnen Gebäude unterirdisch miteinander zu verbinden. Unter schwierigsten und gefährlichsten Bedingungen wurde dem Berg Meter für Meter abgerungen. Und bereits 12 Monate später war unter strengster Geheimhaltung der Großteil dieses Projekts fertiggestellt. Aus dem ursprünglichen Vorhaben, nur Hitlers Berghof an einen Luftschutzbunker anzuschließen, war ein Großprojekt entstanden, das wieder einmal nach und nach dem Gedankengut eines maßlosen Bauherrn entsprungen war, Martin Bormann. Zweifellos hatte man eine unterirdische Kommandozentrale geschaffen, die durch ihre gut durchdachte Planung sämtliche vergleichbare Anlagen im Reich in den Schatten stellte. April 1945. Die Flakstellungen rund um den Obersalzberg sind schon seit langem in Alarmbereitschaft. Dass den Amerikanern jedoch schon seit Juni 1944 ein detailliert ausgearbeiteter Angriffsplan vorgelegen hatte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Aus diesen Angriffsplänen geht die systematische Zerstörung des Obersalzbergs und des Kehlsteinareals hervor. Irrtümlicherweise hatten die Amerikaner aber das Kehlsteinhaus zum wichtigsten Angriffsziel erklärt. Hitlers Berghof, der hier sogar noch als Wachenfels bezeichnet wird, galt als sekundäres Angriffsziel. Diese Angaben zeigen, dass die Alliierten nur sehr ungenaue Informationen über das Führergebiet hatten. Knapp 400 Lancaster-Bomber der Royal Air Force flogen einen 3 Stunden dauernden Angriff und luden dabei 1200 Tonnen Bomben über dem Obersalzberg ab. Nach dem Angriff zeigte sich ein Bild der Verwüstung. Rechts im Bild der zerstörte Seitenflügel des Berghofs. Dahinter die Überreste des Landhauses von Martin Bormann. Die SS-Kaserne erhielt mehrere Treffer. Ebenso der dahinterliegende Platterhof, der in den letzten Tagen des Krieges als Lazarett gedient hatte. Hitlers Berghof war zwar stark beschädigt, einen direkten Treffer konnte aber keiner der fast 400 Lancaster-Bomber anbringen.
Schon kurz nach der Bombardierung kamen die Plünderer scharenweise auf den Berg und schleppten das wenige Brauchbare, das den Angriff überstanden hatte, davon. Der Obersalzberg heute. Viel Gras ist über die in den 50er Jahren gesprengten Ruinen gewachsen und nur wenig erinnert noch daran, dass von hier aus einmal das gesamte Deutsche Reich regiert wurde. Immer wieder wurden die Ruinenreste des Berghofs seit der Sprengung abgetragen und zugeschüttet und heute ist nur noch die rückseitige Stützmauer sichtbar. Dennoch erkunden geschichtsinteressierte Touristen immer wieder die inzwischen völlig überwucherten Mauerreste der historischen Gebäude auf dem Obersalzberg. Was der Besucher jedoch nur in geringem Maß vor Augen bekommt, sind die kilometerlangen unterirdischen Bunkerlabyrinthe, die die lange Zeitspanne größtenteils unbeschädigt überstanden haben. Seit 1987 ist die Erfassungsstelle Obersalzberg mit der Erforschung und Vermessung dieser unterirdischen Anlagen beschäftigt. Die private, aus ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Organisation konnte seit ihrer Gründung beachtliche Erkenntnisse dieser Anlagen zusammentragen und auswerten. Im August 1990 beschäftigte man sich mit der Auswertung eines ehemaligen Geheimplans, der nach 45 Jahren wieder auftauchte. Aus diesem Plan ging hervor, dass sich etwa 30 Meter unter dem Normalniveau des Platterhofbunkers ein Stollensystem der SS befinden sollte. Da die Bauarbeiten damals der höchsten Geheimhaltungsstufe unterlagen, existieren aus dieser Zeit kaum noch Pläne. Umso bedeutungsvoller war dieser Plan für die Erfassungsstelle. Ob und wie weit das eingezeichnete Stollensystem der SS ausgebaut wurde, war noch ungewiss. Bevor eine kostenintensive Erkundung dieser Bunkeranlage beginnen konnte, mussten die im Plan eingezeichneten Zugänge gefunden werden. Man fand heraus, dass sich ein Förderausgang etwa 20 Meter neben dem ehemaligen Mannschaftsbau der SS-Kaserne befinden musste. Ein Schrägaufgang sollte nach Fertigstellung das Bunkersystem mit dem Keller der Kasernenanlage verbinden. Einen weiteren möglichen Zugang stellte ein etwa 30 Meter tiefer Schacht im nördlichen Teil des Platterhofbunkers dar. Sofort wurden Pläne des infrage kommenden Gebiets in vergrößertem Maßstab angefertigt. Parallel hierzu wurde ein weiteres Team der Erfassungsstelle mit der Oberflächenvermessung beauftragt. Dieses Team hatte die Aufgabe, den Füllschacht zu lokalisieren, durch den später der Einstieg erfolgen sollte. Während der Recherchen konnte der ehemalige Bauleiter des Platterhofbunkers, Josef Pretzel, ausfindig gemacht werden. Zu unserem Erstaunen stellte sich heraus, dass der heute 85-jährige Diplom-Ingenieur zugleich als Bauführer eingesetzt war und daher von allen Beteiligten den größten Einblick in das geheime Bauvorhaben hatte. Es ist der Hitlerbunker gebaut worden und dann hat der Bormann gesagt, er braucht einen Schutz für seine Leute. Und dann ist es immer weitergegangen, immer größer, immer wieder ein Stück dazukommen. Zuerst auch für die Platterhof-Insassen, die sind immer mehr geworden, die brauchten immer mehr Platz. Nicht? Wurde wieder, immer wieder ein neuer Stollen, neu ausgesprengt und wieder neu ausbildet. Wir haben in zwei Schichten gearbeitet, täglich 10 Stunden. Eine Stunde ist im Aufgang mit dem Transport hin und zurück. Die Nachtschicht ist hergefahren worden, die Tagschicht wurde wieder zurück ins Lager. Und Vormittag ist die Bunkersuppe gekommen. Das hat auch eine halbe Stunde gebraucht. Also durchschnittlich hat jede Schicht 10 Stunden gearbeitet. Es waren ja keine Pläne vorhanden, weil alles geheim war. Man musste ja wieder nachfragen, wie geht es jetzt weiter. Und da haben sie wieder einen Stollen dazu gemacht, weil der Platz nicht ausgereicht hat.
für die vorhandenen Leute, vor allem vom Blatterhof. Die SS-Kompanie war beauftragt, die Felsarbeiten, die Sprengungen auszuführen. Und wir, die Firma Moll, hat mit seiner Arbeitsgruppe die restlichen Ausbauarbeiten durchgeführt. Einige Wochen später trafen wir uns erneut mit Josef Pretzel. Noch einmal hat der Ingenieur den Weg zum Obersalzberg gefunden. Wir hofften, dass wir ihn dazu überreden könnten, zusammen mit dem Filmteam noch einmal zu dem Ort hinunterzusteigen, den er im April 1945 zuletzt gesehen hatte. Wir haben heute einen besonderen Gast hier am Obersalzberg, der Ingenieur Pretzel. Der Ingenieur Pretzel hat damals die Bauführung der wichtigsten Bunkeranlage am Obersalzberg und der kompliziertesten Bunkeranlage am Obersalzberg, nämlich dem Blatterhof, Gästehaus und SS-Stollen unter sich. Und Herr Pretzel, wie lange waren Sie jetzt nicht mehr hier oben auf diesem Berg? Ich war bis zum Kriegsende da, von Oktober 43 bis 45 im April. Sie haben also den ganzen Bunkerbau von Anfang an miterlebt. Und es wird sicher sehr interessant sein, wenn Sie jetzt 50 Jahre danach einmal wieder mit uns runtergehen und uns an Ort und Stelle erklären, was dort geschehen ist. Ja, das würde ich gern machen. Zum Zeitpunkt der damaligen Dreharbeiten lagen der Blatterhof und das umliegende Gelände noch auf dem Gebiet der amerikanischen Verwaltungshoheit. 1996 gaben die US-Streitkräfte diese Liegenschaften dem Freistaat Bayern in einem desolaten Zustand zurück. Im Oktober 1999 wurde unterhalb des Blatterhofs auf den Ruinen des ehemaligen Parteigästehauses die Dokumentation Obersalzberg eröffnet. Eine ständige Ausstellung über die Geschichte des Obersalzbergs und der NS-Diktatur. Heute liegt hier der einzig mögliche Zugang in den Blatterhof-Bunker, der zum Teil auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Doch zurück ins Jahr 1991. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seitdem der Ingenieur das letzte Mal auf diesen Treppen stand. Damals jedoch als oberster Bauleiter des Projekts, das die Bezeichnung Blatterhof-Gästehaus SS-Stollen hatte. Herr Brexel, wir sind jetzt im größten Raum dieses Bunkersystems. Ja. Wie ist Ihnen der Raum von damals her, wie ist der bezeichnet worden? Das war der Maschinenraum. Da wurden die beiden Diesel aufgebaut. Der kleinere, der wurde fertig montiert, angeliefert. War draußen am Gästehaus gestanden und dort haben wir ihn reintransportiert in den Stollen, gerade vor der Bombenangriff. Das sind die Hinterlassenschaft von unserem Leitiger. Hier waren die Drähte da gespannt, wo er die Lampen da festgemacht hat. Es ist nicht einfach, sich nach so langer Zeit an Einzelheiten zu erinnern. Dennoch war es für Josef Pretzel kein großes Problem, sich in den verzweigten Stollengängen des Blatterhof-Bunkers zurechtzufinden, sodass er uns immer näher an die Stelle hinführte, von der aus der unerkundete Schacht in die Tiefe führte. Aufgrund des neu entdeckten Plans musste von diesem Schacht in etwa 30 Meter Tiefe ein Zugang zum SS-Stollensystem möglich sein und nicht, wie jahrelang irrtümlich angenommen, eine Verbindung zu Hitlers Bunker bestehen. Was wissen Sie über diesen Schacht? Ja, aussprengt wurde der von der Stollenbaukompanie. Die Leisten anscheinend immer mehr. Angaben des Ingenieurs zufolge führte während der Bauzeit eine Holztreppe zum Grund des Schachts, die aber im April 1945 von SS-Soldaten beseitigt wurde. Aufgrund der Gefährlichkeit des Schachts schien uns eine Erkundung zu aufwendig. Die Situation wird uns aber zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu zwingen. Hier in unmittelbarer Nähe der heutigen Busabfahrtstelle zum Kehlstein
wurde zwischenzeitlich durch Geländevermessungen der auf dem Plan eingezeichnete zweite Zugang lokalisiert. Da sich die Stelle zum Zeitpunkt der Erkundung noch auf dem Gebiet amerikanischer Verwaltungshoheit befand, erfolgten die anschließenden Freilegungsarbeiten unter Aufsicht und Mithilfe des US Criminal Investigation Commands. Hier, inmitten dieses unzugänglichen Gebüschs, musste den Berechnungen nach, neben dem Schacht im Platterhof-Bunker, der einzig mögliche Zugang zu dem unterirdischen Bunkersystem der SS-Kaserne liegen. Alle anderen Zugänge waren seit der Bombardierung im April 1945 nicht mehr vorhanden. Tatsächlich findet wenig später einer der Mitarbeiter unter dem dichten Blattwerk ein kleines Loch, aus dem starker Luftzug zu verspüren war. Wir hatten die richtige Stelle gefunden und sofort begann man mit den Freilegungsarbeiten. Zunächst verhinderten im Erdreich verklemmte Blechdachteile ein schnelles Freilegen des Zugangs. Schließlich war der Einstieg groß genug und die Mitarbeiter zwängten sich durch die enge Öffnung. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht wie ursprünglich angenommen um einen Förderausgang, sondern um einen Füllschacht für Beton. Der Schacht trifft in etwa 8 Meter Tiefe auf den Verbindungsgang, der das Stollensystem mit der SS-Kaserne verbinden sollte. Die hölzernen Abstützungen im grob ausgesprengten Stollen zeigen deutlich, dass dieser Teil der Bunkeranlage bis zum Kriegsende noch nicht fertiggestellt war. Wie sich jedoch herausstellte, war dieser Stollen nach etwa 60 Meter vollständig eingebrochen. Vielleicht war dies auch ein Werk der SS-Leute, die auch von der anderen Seite her ein Eindringen unmöglich machen wollten. Die Enttäuschung war groß und wir mussten aufgeben. Blindes Ende. That'll work. Unten nichts. Geht nichts weiter. Ist alles verschüttet, leider Gottes. Jetzt blieb nur noch die Möglichkeit, sich über den 30 Meter tiefen Schacht des Platterhof-Bunkers abzuseilen. Etwa 2 Meter unterhalb der vergitterten Tür fanden wir in einem Versorgungstunnel eine Zugangsmöglichkeit zum Schacht. Die Gefährlichkeit dieses Unternehmens war uns allen bewusst. Nachdem die Seilsicherungen befestigt waren, konnte der Abstieg beginnen. Die Strickleiter sollte den Aufstieg erleichtern.
Wie schaut's aus? Verwickelt. Verwickelt? Wie weit schätzt du, dass es runtergeht? 15 Meter ungefähr. Geht. So, jetzt mal abspannen. Und rausfallen. Wie schaut's aus unten? Also es geht jetzt noch bis zum nächsten Podest. Etwa 6 Meter runter, aber das ist genauso verfahren wie das da. Lass mal ein bisschen hoch sein. Ja, dann geht es ungefähr nochmal 10 Meter runter. Dann bricht man durch, wahrscheinlich ein guter Gang oder was. Ja, nicht genau sehen, was. Das ist doch so tief. Ja, das ist nicht. Hier sind deutlich die Überreste der Holztreppe zu erkennen, die an den Schachtwänden entlang in die Tiefe führte. Die Feuchtigkeit in diesem Bunkerabschnitt ließ das Holz stark verrotten und die Überreste der Treppe erschwerten den Abstieg enorm. Auch schon beim Abstieg stellte sich die Strickleiter als unentbehrlich heraus. Okay, haben wir es, oder? Ja, bis nach unten. Pass auf, das Bett ist locker, das ist alles Marsch, was du drauf stehst. Ja, mehr oder weniger ober. Immer noch sichern, nicht aufhören. Ja, alles klar. Schließlich erreichten wir den Schachtgrund. Männer und Material waren abgeseilt und ein Aggregat wurde in einem Seitengang untergebracht. Das Team teilte sich jetzt in zwei Gruppen auf und die Erkundung des Stollens konnte beginnen. Noch konnte die Verbindung über Funk aufrechterhalten werden. In einem unfertigen Stollen ging es Richtung SS-Kaserne. Eine schwere Eisentür versperrte den Weg in eine Seitenkaverne. Außer den spärlichen Überresten eines Kopfhörers fanden wir in dieser fertig ausgebauten Kaverne nichts. Seit Kriegsende waren wir die ersten Menschen, die dieses Bunkersystem betraten. Mit einem Metalldetektor tasteten wir uns langsam vorwärts, denn im Schutt verborgene Munition oder anderes Kriegsmaterial könnten zu heimtückischen Fallen werden. Eine alte Karbidlampe. Immer wieder sind wir auf neue Stollenabschnitte gestoßen, deren Ausbaustadien vom Felsausbruch bis zur fertigen Kaverne reichen.
Die Eindrücke, die wir bei der Erforschung dieser unterirdischen Gänge bekamen, waren unbeschreiblich. Es gab keinen Zweifel, seit Kriegsende waren wir die Ersten, die dieses bis dahin geheime Bunkersystem betraten. Was hatte sich hier abgespielt? Welche Schicksale hatten hier ihr Ende gefunden? Das brüchige Gestein musste manches Menschenleben gefordert haben. Nach über einem halben Jahrhundert war der Bunker aus seinem langen Schlaf erwacht. Aber viele Fragen werden wohl niemals geklärt werden. Bald werden unsere Scheinwerfer wieder erloschen sein und der Bunker wird wieder im Dunkel der Geschichte versinken. In einem Seitengang stieß die erste Gruppe auf ein großes Lager mit Eternitbauteilen, die für Heizung und Belüftung der Anlage verwendet werden sollten. Ein weiterer Beweis dafür, dass wir die Ersten waren, die seit Kriegsende diesen Bunker betraten. Denn aus allen anderen vergleichbaren Anlagen des Obersalzbergs wurden sämtliche Bau- und Werkstoffe von Plünderern entwendet. Schon von Weitem können wir die Scheinwerfer der zweiten Gruppe erkennen. Das Zusammentreffen erfolgt planmäßig. Gemeinsam führt uns der Weg in Richtung SS-Kaserne.
Der Hauptgang wird zunehmend feuchter und bizarre Sinterformationen haben sich auf dem Boden und an den Wänden abgelagert. Je mehr wir uns der SS-Kaserne nähern, umso häufiger behindern Felseinstürze den Weg. In den noch nicht ausgebauten Bunkerabschnitten am Obersalzberg sind Felseinstürze aufgrund der starken Bombardierung von 1945 nichts Ungewöhnliches. Wo ist jetzt ausgestiegen? Wir schaffen es ja sonst nicht. Das ist so steil. Wir dürfen halt immer raufkommen. Wenig später waren wir an jener Stelle angekommen, die uns bei unserem ersten Versuch, über den Betonfüllschacht in die Anlage einzudringen, schon von der anderen Seite den Weg versperrt hatte. Unsere Erforschung der SS-Bunkeranlage war hier zunächst zu ihrem Ende gekommen. Dennoch hatte sich die Erkundung gelohnt, denn neben einigen interessanten Relikten aus der Bauzeit hatten wir auch zwei neue Zugänge in das SS-Stollensystem entdeckt, von deren Existenz wir vorher nichts wussten. Gemeinsam transportierten wir die gesamte Ausrüstung zurück zum Schacht. Zur besseren Verdeutlichung dieser Bunkerbegehung hier eine Erläuterung anhand des Planes. Die blau schraffierte Fläche in der unteren Mitte des Bildes stellt die heutige Busabfahrtstelle zum Kehlstein dar. Am rechten Bildrand, hier braun dargestellt, der Grundriss der ehemaligen SS-Kaserne. Oben links der südliche Bauteil B von Hitlers Bunker unter dem Berghof. Links unten das Bunkersystem des Platterhofs. Der grüne Teil stellt die bisher unerforschte Bunkeranlage der SS dar. Rechts der fehlgeschlagene Versuch, über den Betonfüllschacht in die Anlage einzudringen. Eine erfolgreiche Begehung gelang durch den Schacht auf der linken Seite, der den Platterhofbunker mit dem etwa 30 Meter tiefer gelegenen SS-Stollensystem verbindet. Vom Schachtgrund aus erfolgte eine systematische Erforschung der gesamten Anlage bis hin zum endgültigen Versturz.